servus liebe Kinder, Dora, schön, dass ihr heute wieder bei mir reinschaut. Heute verkosten wir einen ganz speziellen Tropfen, man sieht es eigentlich schon an diesem wunderbaren Design vom Etikett, Cola Misch. Also nicht Cola der englischen, der anglizistischen Schreibweise mit C, sondern mit K und statt Cola Mix, Cola Misch. Aber mich wundert es, dass ab hier ein K steht und kein G, kein Cola Misch, weil das Ganze kommt nämlich aus... Ist nicht wie ein Oberpfälzer, ich will das Wort eigentlich gar nicht im Mund nehmen. Soll ich es wirklich sagen? Also, nochmal Anlauf: dieses Cola-Misch kommt aus. Okay, nicht. Ein Oberpfälzer gibt nichts Schlimmeres als dieses Wort. Also, dieses Cola-Misch. Kommt aus. Ja, habt ihr es verstanden? Nein. Das kommt von dieser Region in Bayern, die zu uns Oberpfälzern Moosbüffel sagen, unter anderem. Ja, selber aber unter einem riesen Sprechfehler leiden. Also, dieses Cola-Misch kommt aus Franken, von den Lebkuchenpreußen. So nennen wir sie. Lebkuchenpreußen. Okay? Weil so kein Lebkuchen essen kann. Aber lassen wir das mal jetzt außen vor. Also. Dieses Cola-Misch kommt aus Franken, was mir schon mal, aus Franken, was mir schon mal sehr gut gefällt ist, dass es in einer Glasflasche ist. Dann das Design, Retro, 70er, wunderbar, sehr gelungen. Und es kommt aus einer sehr interessanten Region, nämlich aus dem Landkreis Roth. Da war ja immer der Iron Man in Roth. Ne? Aber es ist noch was Interessantes, es kommt nicht aus der Region Spalt. Es kommt aus der Stadt Spalt. Spalt sagt euch nichts, hat nichts mit den Tabletten zu tun, der Spalttablette, wie die Franken sagen würden, sondern es ist ein sehr wichtiges Hopfenanbaugebiet. Bereits seit 1341 werden hier Hopfen angebaut. Und Spalt ist, glaube ich, das viertgrößte Hopfenanbaugebiet Deutschlands. Das wichtigste und größte Hopfenanbaugebiet Deutschlands ist die Hallertau. Dann kommt die Elbe-Saale-Region. Tettnang in Baden-Württemberg, so Richtung Bodensee, ganz grob gesagt, und dann kommt auch schon Spalt. Wobei der Hopfen nicht mehr die Bedeutung hat, die er einmal hatte. Das war mir wirklich das wirtschaftliche Rückgrat der Region, ist es mittlerweile leider nicht mehr. Aber was will ich damit sagen? Warum hole ich da etwas aus, geografisch? Aus einem guten Grund. Da, wo Bier gebraut wird, gibt es auch viele kleine und mittlere Brauereien. Wo es viele kleine mittlere Brauereien gibt, gibt es nicht nur gutes Bier, sondern auch gute Softgetränke, antialkoholische Getränke, wie das Cola-Misch. Deswegen freue ich mich halt eigentlich drauf, weil ich bisher von den bayerischen Sorten selten enttäuscht worden bin. Wobei, es ist ja Franken, es ist ja nicht richtig Bayern, aber lassen wir das Thema, ne? Deswegen freue ich mich da richtig drauf, weil eigentlich, wo es eine gewisse Brautradition gibt, kann man auch ein gutes Cola-Mix erwarten. Warum kann ich das so sagen? Ganz einfach, weil niemand mehr Cola-Mix auf der Welt jemals getestet hat, wie die Fachjury von kinderoutdoor.de. Und das ist eben das Besondere daran, es schmeckt anders, es ist nicht nur das gleiche Geschmackel, wie sonst die großen US-Konzerne hinknallen, sondern wirklich, hier kann es nur jeder Braumeister selbst und jede Brauerei selbst verwirklichen und ein eigenes Cola-Mix kreieren. Ja, und jetzt legen wir mal los. Also wichtig ist, immer von der Trinktemperatur her nicht warm, schmeckt auch nicht gut, auch nicht zu kalt. Warum? Dann schmeckt es einfach bloß nach eiskalten Cola und ihr könnt es vergessen. Das Besondere ist am Cola-Misch, es ist eine Mischung aus Cola und eben leckeren Orangensaft. Also in dem Fall haben wir hier ein Orangensaftkonzentrat mit drinnen. Zucker 10 Gramm pro 100 Milliliter, das ist zwar ordentlich was, aber so normal. Wie hoch jetzt der Anteil vom Orangensaft im Cola-Misch ist, steht leider nicht mit drin. Also es ist von der Stadtbrauerei Spalt. Ja, und jetzt probieren wir das mal aus. Das Wichtige ist, nie zu kalt und nie zu warm trinken. Dann auch nicht gleich von vornherein mit einem Eiswürfel starten, das tut dem Ganzen auch nicht gut. Wir wissen nicht, ist eher ein stärkeres Cola-Mix, zum Beispiel, ich sage immer als Referenz, das
eins der härtesten und stärksten Cola-Mix überhaupt ist das Flötzinger aus Rosenheim, Oberbayern. Das ist richtig tief schwarz. Ja. Da kannst du gern 1, 2, 3 Eiswürfel reinhauen. Das braucht es auch, weil das Flötzinger richtig reinpfeift. Nur wenn ich es nicht weiß, wie der Druck da drinnen ist, dann nicht gleich schon mal von vornherein Eiswürfel rein ins Glas und drüber gießen, sondern erstmal ins Glas und dann mit Eiswürfel, weil der Eiswürfel ist ja logisch, verwässert das Ganze. Also wie gesagt, Kronkorken ist auch schon ein Designklassiker für sich. Und jetzt schauen wir mal im Glas, wie es schäumt. Das schäumt ganz munter, wie ein Franke, wenn er sauer ist. Das ist ja wirklich ein Naturerlebnis, wenn der Franke zum Schimpfen anfängt. Sonst erst, was wir jetzt machen, wie auch mein Fachjury wird das so machen, wir sehen uns erstmal an. Ja, Kohlensäure hat sich sehr schnell verflüchtigt, da ist immer viel zu holen. Farblich, das ist dann das Erste, was wir testen, würde ich mal sagen, farblich in der Mitte, Tendenz eher zum Dunklen hin. Also ich habe schon deutlich dünnere gesehen, aber wie gesagt, das Flötzinger, wenn man jetzt daneben halten würde, das wäre kohlenschwarz, wäre das im Endeffekt übertrieben gesagt. Also von der Farbe her, ja, man sieht es nach unten zum Glasboden hin, wird es dunkler, also eher ein dunkleres. So, jetzt als Nächstes wollen wir mal da schwenken in unserem bauchigen Glas. Jawohl, die Kohlensäure haben wir ein bisschen blubbern. Es riecht schon mal sehr orangig. Hat dann fein herbe Noten vom Cola, oder in dem Fall Cola, gar keine Säure sagen. Egal. Ja, eigentlich so vom ersten Eindruck her, dürfte sich so einen guten Tropfen von der Stadtbrauerei Spalthandlung. Ja, und jetzt natürlich müssen Sie mal trinken. Hilft alles nichts. Ich hoffe bloß, dass ich danach nicht Fränkisch spreche. Da kann man nicht gerade mehr sprechen. Ja, das heißt ja nicht diese, sondern diese mit DH zum Beispiel oder Mutter. Ja, also das wäre wirklich allnächt, wenn mir das jetzt passieren würde. Das wäre Katastrophen, wäre das, das sage ich euch. Also probieren wir jetzt mal, ob es hier vielleicht eine Nebenwirkung gibt oder hier ein Fränkisch bange. Ne. Ja! Der erste Eindruck ist jetzt hier der beste. Am Anfang, wenn man es frisch im Mund hat, wunderbar erfrischend, schön orangig, toll, herb, wunderbar, aber dann kommt eine Lawine Zucker. Und ich habe dann nur noch süß im ganzen Mundraum momentan. Also ich wüsste jetzt nicht, ob ich Honig drin habe oder ein Cola-Mix, weil es einfach zu süß hinten raus wird. Also es übertüncht alles, das macht leider diese feinen geschmacklichen Nosen, die sie am Anfang entwickelt haben, macht es leider alles platt. Es ist leider wirklich so, es hat dann ein bisschen einen, ja, so einen komischen Nachgeschmack, der fast ein bisschen an diese Saccharin-Süßstoffmittel erinnert. Es ist im Hinten raus einfach zu süß, zu zuckersüß. Wenn es diesen Geschmack halten könnte wie am Anfang, wenn man es trinkt, wäre es unter die Top 3, aber leider im Abgang zu süß. Hilft alles nichts. Also da fehlt einfach die Balance und das macht eben einen spitzenklasse Cola-Mix aus, wie eben zum Beispiel das vom Spechtbräu aus dem Spessart, das zur absoluten Oberklasse gehört. Das ist einfach ganz fein ausgewogen und das fehlt hier leider. Also ich habe mir einfach zu süß und am Anfang mal kurz so ein Aufflacker, so ein richtig gutes Geschmackfeuerwerk und dann, sups, kommt leider die Zuckerlawine. Schade. Hilft nichts. Ich sage mal, gerade noch Mittelfeldplatz. Ein bisschen besser ausbalanciert und das Cola-Misch wäre mit Sicherheit ganz weit vorne dabei. Ja, meine Lieben, wir testen leider. Es kann nicht jetzt sein, dass meine Fachjury zu einem ganz anderen Eindruck, zu einem anderen Urteil kommt als ich. Wollen wir mal abwarten. Schauen wir mal, wie der Franz Beckenbauer gesagt hat. Wir probieren weiter für euch im größten Cola-Mix-Test der Welt. Macht's gut, bis dahin. Pfiat, servus, euer Olli.